So, da sind wir schon mit bei der vorletzten Aufgabe von den normalen Aufgaben, nämlich zerstöre Beutedrohnen aus 50 Meter Entfernung. Da weiß ich jetzt schon, werden viele nicht wissen, was Beutedrohnen sind. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Ja, wo machen wir es? Machen wir es in Arena oder in Gruppenkeile? Wir probieren mal Arena, weil selten fliegt bei Arena einer zu den Brennpunkten, weil da müssen wir hin. Wir müssen jetzt quasi zu der Stadt fliegen, wo diese gelbe Überschrift ist, weil da sind die Beutedrohnen und die muss man dann halt aus 50 Meter Entfernung abschießen. Heißt im Prinzip, wir brauchen einfach nur eine AR, die ordentlich Schaden macht auf Distanz, oder natürlich einen Sniper, aber wenn der Sniper die Dinger abschießen, naja. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich werde es euch einfach mal zeigen. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Wie ihr seht, wir haben jetzt 314 Abonnenten. Erstmal danke an den, der jetzt abonniert hat. Das war auf jeden Fall keiner, der es öffentlich gemacht hat. Ansonsten hätte ich ihn jetzt namentlich erwähnt. Und kurz zu dem Passive-Code unten. Ihr seht ja, unten steht ein Passive-Code. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Unten in der Videobeschreibung habe ich aber ein Video erstellt, wo ich dann genau zeige, wie man den Code knacken kann und was du dafür machen musst. Und wenn du den Code geknackt hast, gerne in die Kommentare schreiben, weil dann kann ich schon direkt den nächsten Code raushauen. So, das war das. Jetzt müssen wir, wie gesagt, hier hin zu Polarpeak, weil diese Drohnen fliegen nur darum in diesen Brennpunkten. Und Brennpunkte sind halt das mit der goldenen Schrift. Und da müssen wir uns halt jetzt eine Waffe besorgen. Ich hoffe, wir fliegen ja wirklich alleine hin. Dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Und müssen dann halt aus 50 Meter Entfernung die Drohnen abschießen. Halt ordentlich auf Abstand gehen, um das genau einzuschätzen, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Müsst halt einfach ein bisschen ausprobieren, wie ich das halt jetzt auch ausprobieren muss. Also keine, die direkt über euch fliegt, weil das sind natürlich keine 50 Meter. Also im Prinzip, wenn ihr hier am ersten Gebäude, da wo jetzt genau der Pfeil hin zeigt, einen abschießt hinten auf dem anderen Gebäude, das müsste eigentlich passen. So, dann gehen wir mal direkt rüber. Ich hoffe, wir fliegen alleine hin. Weil Brennpunkte werden eigentlich von den meisten gemieden in der Arena. Wie ihr seht, da oben fliegt schon eine. Oh, Alex kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ja, danke. Wie viel müssen wir? Zwei Stück. Zwei Stück müsste eigentlich safe gehen. Noch ein bisschen Munition. Aber natürlich nicht für die Waffe. Warte, wir probieren es mal. Das war jetzt zum Beispiel zu nah. Aber ich glaube, wir sind nicht alleine. Das laggt nämlich. So, da hinten habe ich eine gesehen. Das waren schon mal 50 Meter. Jetzt muss ich noch eine finden, die noch ein Tick weiter weg ist. Aber warte, da ist die nächste. Wir gehen extra mal auf Distanz. Zack. So, anvisieren. Zack. Und schon habt ihr die Aufgabe gemacht. Also, es ist halt wirklich eine ganz simple Aufgabe. Ihr müsst natürlich ein bisschen Glück haben, ob da Gegner sind oder nicht. Wenn ihr natürlich Gegner habt, habt ihr halt, blöd sich jetzt anhört, einfach Pech gehabt. Ihr habt ja gesehen, bei mir ist hier keine Sau gelandet. Deshalb würde ich sagen, probiert es wirklich in Arena. Egal wie hoch ihr seid. Also bei den Brennpunkten ist eigentlich selten einer. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch damit halt schon mal helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Die alle anderen natürlich gerne ein Like dalassen. Schreibt was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein. Und viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder sogar im Livestream, weil ich eigentlich jeden Abend, außer Donnerstag, da werde ich es testen. Heute werde ich es definitiv nicht schaffen, noch zu streamen, weil ich halt noch die anderen Aufgaben für euch machen muss. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.